Oder hier? Also hier. 16 Uhr, wie spät haben wir es? Okay, wir haben 6 Uhr Nachmittag. Okay, da ist schon einige Zeit vergangen. Dann warten wir doch einfach noch mal ein bisschen. Ding, 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 ding. Okay, jetzt ist es um 10 Uhr, das heißt, ich brauche noch 5 Stunden. So, alles klar. Ich setz mich mal. Lilly, komm mal da ein bisschen aus dem Weg. Sonst kommt da ja niemand rein. Hallo? Oh, ein Cowboy-Hut. Ich werde mich einfach mal hier hinsetzen. Genau auf die Brille drauf. Hallo? Hey! Wer sind Sie? Stehen geblieben. Sie zuerst! Sie wissen es nicht? Gut. Das ist gut. Also hat man Sie nicht hinter mir hergeschickt. Wo ist der Herr, den ich hier treffen soll? Er ist tot! Um Himmels Willen! Sie müssen wissen, dass er mit einem Insider gesprochen hat. Sie werden jetzt jeden genauer beobachten. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war. Vor wem haben Sie Angst? Vor Mortimer. Wenn er merkt, dass ich es war, mit dem sich der Ermittler treffen wollte, wird er mich umbringen lassen. Mortimer steckt also hinter dem ganzen Vermissen. Ja, die Feinschmeckergesellschaft verbietet das Verspeisen von Menschen. Aber wir waren nicht immer die Feinschmeckergesellschaft. Mortimer und einige andere sind zu den alten Traditionen zurückgekehrt. Sie haben sich in den letzten Monaten viele Menschen geholt. Aber immer nur aus Freeside oder abgelegenen Orten, wo sie nicht vermisst werden. Aber das war nicht genug. Neuerdings holen sie sich Touristen vom Strip und sogar aus dem Hotel. Das ist wohl die Gefahr, wenn ein Kannibale zum Gourmet wird. Ein verwöhnter Gaumen lässt sich nur schwer befriedigen. Was wollten Sie hier besprechen? Über das Mädchen. Das, welches verschwunden ist. Ich weiß, was mit ihr geschehen ist. Ich kann es mir auch denken. Woher wissen Sie, was mit dem Mädchen passiert ist? Weil ich ihren Verlobten ablenkte, während sie sie holten. Nun, ich bin nicht stolz darauf, aber ich musste es tun. Sie konnten meine Zweifel sehen. Einige der Feinschmecker begannen vor kurzem mit privaten Treffen. Sie begannen darüber zu reden, wie wir unsere Identität verloren hatten. Ich begann mit der Teilnahme, weil ich dachte, es würde um den Wechsel unserer Politik gehen. Dann begannen sie, über die Rückkehr zu den alten Traditionen zu sprechen und es gab keinen Ausweg mehr. Sie hätten mich sonst getötet. Was ist mit Ted Günthersson? Er lebt noch, soweit ich weiß. Sie versuchen, ihn frisch zu halten. Mortimer hat besondere Pläne für ihn. Die Feinschmeckergesellschaft veranstaltet jeden Abend um 19 Uhr ein Bankett. Es findet in unserem Privatbereich statt. Mortimer will die Menschen wieder mit unserer Küche vertraut machen. Da auf dem Verzehr von Menschen die Todesstrafe steht, macht er es im Geheimen. Nachdem alle gegessen haben, will er es ihnen verraten. Da es nach Mortimers Meinung keine Möglichkeit gibt, alle zu bestrafen, werden sie Menschenfleisch als Delikatesse akzeptieren. Wo hat Ted gefangen? Das weiß ich nicht genau. Ich war nicht dabei. Ich glaube, einige von ihnen trauen mir nicht mehr. Aber jede wettet, dass sie ihn in der Nähe des Gourmand festhalten. Unser Chefkoch Philippe schwört auf frische Zutaten. Das müsste im geschlossenen Mitgliederbereich sein, also Vorsicht. Lassen Sie sich nicht sehen und vermeiden Sie, dass Ted gesehen wird. Es werden sowohl die Eingangshalle als auch die Zugangstunnel vom Hauptrestaurant bewacht. Können Sie mir irgendwie helfen? Ich könnte Sponsor Ihrer Ehrenmitgliedschaft sein. Aber ich weiß nicht, ob Ihr Status schon den Ansprüchen der Gesellschaft genügt. Wenn Sie noch etwas mehr Bekanntheit auf dem Strip hätten, könnten wir Sie einschleusen. Ansonsten müssten Sie einen Weg finden, wie Sie leise hineinkommen. Das wird nicht leicht. Und es wird noch schwerer, ihn rauszubringen. Haben Sie einen Vorschlag, wie man Ted rausbekommen könnte? Vor dem Mahl verkosten Sie Vorkriegsweine. Vielleicht reicht es ja schon, diese mit Drogen zu versetzen. Gute Idee. Aber das würde künftige Entführungen nicht verhindern. Man müsste Mortimer bloßstellen. Aber er will sich ja sowieso offenbaren. Aber wenn seine Offenbarung eine Lüge wäre, wenn nur er Menschenfleisch gegessen hätte, man könnte irgendwie Philippe in der Küche austauschen und einen überzeugenden Ersatz servieren. Dann könnten sie Ted nach Mortimers Rede mitten durch den Raum hinausführen. Und dann hätte Mortimer aber was zu erklären. Philippe versucht schon seit Jahren, den Geschmack von Menschenfleisch nachzumachen.
Er sollte irgendwo ein Rezept haben. Teds Vater ist ein reicher Mann. Mit seinen Ressourcen sollte man das leicht stoppen können. Schon möglich, aber das würde ich nicht empfehlen. Sein Ruf basiert nicht gerade auf Ruhe und Unparteilichkeit. Er ist nicht, wie er scheint. Man nennt ihn auch Hurricane Hack. Der Mann errichtete sein Imperium, indem er Söldner gegen Wettbewerber anheuerte. Neuerdings attackiert er unsere Brahmin-Lieferanten, um deren Geschäft übernehmen zu können. Er ist der Typ, der Nägel mit der Abrissbirne einsteckt. Würde er die ganze Geschichte erfahren, dürfte er wohl das ganze Hotel abreißen. Das finde ich gut. Und Gott weiß, was dem Rest des Trips passieren würde. Würde Mortimer für diese Täuschung nicht bestraft werden? Vielleicht. Aber für ihn ist die Rückkehr zu den alten Traditionen das eigene Leben wert. Ich glaube aber nicht, dass er damit rechnet. Ich auch nicht. Für die Gesellschaft ist nichts wichtiger, als der letzte Schrei in Sachen Vegas Cuisine zu sein. Mortimers Idee wird diesem Bedürfnis gerecht. Er muss sie einfach nur über das Tabu bringen. Okay. Ja. Weiß ich doch schon. Auf Wiedersehen. Wow. Ey. Du jetzt mal einen Beiflach hier, du scheiß 8 Meter. Die kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Das brauch ich nicht. So, jetzt schnapp ich mir die Wichser. Wenn ich da leise reinkommen soll, kein Problem. Ich habe das Stealth Boy und Lily dabei. So, wie schaut es jetzt nochmal aus? Einen Sponsor finden, der beim Beitritt zur Feinschmeckergesellschaft hilft. Den Wein beim Bankett der Feinschmeckergesellschaft. Bedrohung versetzen, Philippe loswerden und sein Rezept für Menschenfleisch für das Bankett kochen. Okay, übernehme ich mal die optionalen Sachen. Da komme ich nicht rein. Da muss ich das anders machen. Erstmal hier lang. Diese Schweine, Kannibalen hatten wir doch in Skyrim schon. Aber da waren die wenigstens nett. Hey, ich muss mit dir reden. Willkommen im Ultra. Ich möchte sagen, ich bräuchte einen Bürger. Aber ja, natürlich. Die Feinschmeckergesellschaft ist der exklusivste Club in ganz New Vegas. Vielleicht sogar in der ganzen Welt. Ja, laber nicht. Es ist daher nur verständlich, dass Sie einen Bürger aus dem Club brauchen, der für Ihren guten Namen einsteht. Ursprünglich haben wir niemand anderes zugelassen, nur Gründungsmitglieder. Wir dachten, dass die Exklusivität den Neid anderer verstärken würde. Und das tat sie auch. Aber dann kam ich auf die Idee, Ehrenmitglieder aufzunehmen. Auf niedrigerem Stand zwar, aber so beneidet man uns umso mehr. Und die richtigen Leute bewirken wahre Wunder für unser Image. Berühmtheiten, Philanthropen. Wir wollen nur die Allerbesten. Ich befürchte, dass sie noch unbekannt sind und daher nicht zu dem Kaliber gehören, das für diese Ehre in Frage kommt. Zumindest noch nicht. Wenn sie etwas bekannter oder einflussreicher auf dem Strip wären, sähe es anders aus. Die Menschen müssen sie kennen und gut über sie denken. Wären sie gewillt, die... Nein, ich glaube nicht. Dann lasse ich mir was anderes einfallen. Sind Eliteeinheiten hierher unterwegs, um unsere Truppen zu unterstützen. Hallo. Kann ich da einfach rein? Wahrscheinlich nicht. Ich speichere mal vorher ab. Oh, jetzt gehe ich einfach mal so rein. Hallo. Gemieden, Sie haben einen schlechten Eindruck bei der Gemeinschaft hinterlassen und werden da gemieden. Na, das macht gar nichts. Keiner tut meinen Babys weh. Hast du jetzt die Besitzerin getötet? So bin, nein. Ich werde jetzt mal die nehmen. Aber vorsichtshalber mal ein Stealth Boy. Wie erkannt. Ja, versteckt.
Hehe. Mal versteckt. Versteckt, versteckt, versteckt. Komm ich an den vorbei? Ja. Okay, zum Glück. Da rein. Da rein. Und jetzt. Medizin von mindestens 25 und Medics erforderlich, um den Wein mit Drogen zu verwitzen. Okay. Das hätte sich erledigt. Ich hoffe, mein Death Boy hängt noch einige Zeit. Wirkt noch einige Zeit. So, Philippe. Na, dann wollen wir dich doch mal erledigen. Ja, kommt mal rein. Meine Freunde. Bam! Sehr schön. So, wollen wir nochmal gucken, wo sein Rezept ist hier? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Achso, das ist wahrscheinlich. Haha. In ihm. Okay. Kühlraumschlüssel. Das ist der Kühlraum. Nein, ist das der Kühlraum? Ja. Hey! Mein Papst wird euch Wichser umbringen, wenn er rausfindet, was ihr mir angetan habt. Hab ja gar nichts gemacht, Mann! Beruhigen Sie sich, ich bin hier, um sie rauszuholen. Mein Papst hat sie geschickt? Scheiße, ich wäre hier drin fast gestorben. Wo zum Teufel waren sie so lange? Das ist nur ein verdammtes Hotel. Wer war das überhaupt? Sie haben mir eins übergezogen, bevor ich sie sehen konnte. Ein Mitglied der Feinschmeckergesellschaft. Man wollte sie verspeisen. Was zur Hölle? Mich essen? Was für ein kranker Wichser würde einen Menschen essen? Ich sage Ihnen was. Sobald ich hier raus bin und meinem Papst die Geschichte erzählt habe, wird die Leimschleckergesellschaft Geschichte sein. Die Feinschmeckergesellschaft, trifft keine Schuld, nur Mortimer und die anderen. Zur Hölle damit! Sie haben diese Freaks gesehen. Sie sehen gleich aus, hören sich gleich an und garantiert essen sie auch das Gleiche. Sie verdienen, was mein Papst für sie auf Lager hat. Ich kann sie immer noch hier lassen, wenn sie mir nicht zuhören wollen. Okay, ist ja gut. Aber ich werde trotzdem dafür sorgen, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen. Auf geht's, ich bin direkt hinter ihnen. Alles klar. Versteck dich. Lilly, lass mich mal vorbei hier. Alles klar, dann wollen wir mal raus hier. Kommst du mit? Du musst dich mal ein bisschen verstecken hier, würde ich sagen. Sonst ist unsere Tarnung gleich aufgeflogen. Ted, bist noch da? Ja, alles klar. Okay, der hat nichts gegen uns. Ach, lass uns den Schuppen einfach abreißen, ist doch gar kein Problem. Lilly, lass mich mal durch hier. Ja, so kann man das auch machen. Teddy Boy, da bist du ja. Ich werde den Schuppen abreißen. Verhasst, die Leute, da die Leute nun wissen, dass sie böse sind, werden sie von den meisten einfach nur gehasst. Hey. Macht ja nichts. Oh, komm. Okay. Macht Spaß. Noch mehr Feinde. Macht Spaß. Ach, Mann. Ich muss eine Waffe haben. Oh. Lilly, komm, mach den mal kaputt da. Teddy Boy, kommst du jetzt mal mit? Ted! Oh. Ted! Oh, da hinten ist noch ein Feind. Roar! Roar dich selber! Penner!
Verrufen angesichts ihrer wahrlich monströsen Verhalten sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten.